und los! Sie reiten durch die Berge, fahren übers Meer. Sie finden große Schätze, jagen Dieben hinterher. Zusammen geht es besser, da macht's ihnen richtig Spaß. Zusammen sind sie spitze, denn sie bewegen was. Was sind wir? Freunde und schlagbare Freunde. Ja, das sind wir. Was sind wir? Freunde. Die Blingos sind ein Team. Juhu! Regen, Regen. Regen. Es war zum Verzweifeln. Aber immerhin konnte sich Ben so mit seinen Geburtstagsgeschenken beschäftigen, die er gestern bekommen hatte. Mit dem SWAT-Geländefahrzeug und dem SWAT-Rettungshelikopter. Während draußen dicke Tropfen gegen die Fensterscheiben prasselten, baute er sich aus seinem Spielzeug ein SWAT-Trainingscenter auf und stellte seine Figuren hinein. Die blaue Decke vom Bett war das Meer ganz in der Nähe. Dort kamen die neuen Jetskis hin. Aber was sollte er nur mit dem Dinosaurierschädel anstellen, den er aus dem Ausgrabungsset freigemeißelt hatte? Im Flur stand das gute Kristallgeschirr, das seine Mutter aus den Schränken geräumt hatte, um abzustauben. Es gab Gläser, Blumenvasen. Und ganz besonders gefiel Ben die Kristallschüssel, die er nun als gläserne Kuppel eines Museums nutzte. Perfekt, um einen Dinosaurierschädel auszustellen. Trainingscenter, Meer, Museum. Wie sollte er das alles in Verbindung bringen? Noch hatte Ben... Aber jetzt kümmere ich mich erstmal um die Playmos. Hey! Seid ihr bereit für euer nächstes Abenteuer mit richtig coolen Einsatzfahrzeugen? Emil? Liv? Sam? Captain Tolle? Ben? Was machst du in deinem Zimmer? Na was wohl? Spielen! Oh, meine Playmo-Kisten stehen vor der Tür. Moment, ich räume sie weg. Kisten, überall Kisten. Ich kenne kein Kind, das so viel Spielzeug hat wie du. Aber Mama, Spielzeug ist wichtig für die Entwicklung. Und du willst doch, dass ich mich gut entwickle. Bringst du bitte das Altpapier aus dem Flur raus in den Container? Mama, ich bin gerade am Spielen. Das kannst du später immer noch. Aber... Sofort. Na gut, entwickle ich mich eben nicht. Und dann bringst du bitte auch noch den Müll raus. Die Playmos. Das waren Bens Lieblingsfiguren. Der Freche mit den Wuschelhaaren hieß Emil, der Kräftige mit dem gemütlichen Grinsen hieß Sam und der Name des Mädchens mit den blonden Haaren war Liv. Der bunte Papagei mit Namen Captain Tolle musste auch immer mit dabei sein. Ben wusste nicht, dass sie sich verwandeln und lebendig werden konnten. Kaum hatte er die Zimmertür hinter sich geschlossen, Häuser erhoben sich und Straßen entstanden. Das SWAT-Team startete seine Übungen auf dem Trainingsgelände und nicht weit weg davon strömten Leute in das Museum, um den Dinosaurierschädel zu bestaunen. Die Playmos wurden mit einem Mal lebendig. Alles wurde mit einem Mal lebendig. Hey, wo sind wir denn hier gelandet? All die Polizisten und die Einsatzfahrzeuge. Vielleicht ist das so etwas wie eine Einsatzzentrale, Sam. Los, das sehen wir uns aus der Nähe an. Leute, das ist das SWAT-Trainingscenter. Sind wir nicht zum Schnuppertag eingeladen worden, weil wir damals dem SWAT-Team geholfen haben? Ha, das ist ganz nach meinem Geschmack. Nach unserem Geschmack, Emil. Oder denkst du, du bist der Einzige, dem das gefällt? Oh. Ah, schön, dass ihr da seid. Hallo. Ihr seid Sam, Liv und Amy, richtig? Ich bin Louise und für heute eure Ausbilderin. Genauer gesagt eine von zwei. Aber mein Kollege Simon ist mal wieder zu spät. Ich stehe normalerweise einem SWAT-Team vor. SWAT steht für Special Weapons. Hands and Tactics. Das wissen wir. Also eine Spezialeinheit der Polizei für besondere Fälle. Okay, da seid ihr schon mal gut informiert. Trotzdem werdet ihr heute viel Neues lernen. Das kann ich euch versichern, ihr drei.
der Tolle sonst ganz traurig ist. Stimmt. Tolle gehört natürlich dazu, denn ohne ihn sind wir nicht vollständig. Gut, gut. Und damit ihr gleich mal was lernt. Hier kommt Lektion Nummer 1. Die geht an dich, Sam. Fall deiner Ausbilderin nicht ins Wort. Das nächste Mal lässt du mich ausreden. Oh, Entschuldigung. Alles gut. Dafür seid ihr hier, um etwas zu lernen. Und, aha, da kommt ja auch mein Partner für heute. Sorry, Leute. Jetzt kann's losgehen. Ich bin Simon. Wie geht's? Hi. Ich werde euch heute gemeinsam mit Louise zu Höchstleistungen anspornen. Denn beim SWAT-Training geht es nicht immer locker zu. Ihr müsst wirklich Simon, was, du bist zu spät. Schon wieder. Wenn ich dich noch einmal dabei erwische, wirst du eine ganze Woche lang die Klos schrubben. Aber ich bin doch nur zu spät, weil ich die Felgen ihres Dienstwagens putzen sollte. Keine Ausreden mehr. Zack, zack. Okay, dann mal los. Als erstes gehen wir zum Hindernisparcours. Und was genau erwartet uns da? Ihr müsst nur rüber auf die andere Seite des Trainingsgeländes. Der Weg geht aber über einige Hindernisetappen. Zuerst sind Drähte dicht über dem Boden gespannt. Ihr müsst drunter durch. Bei einem echten Einsatz wäre das vielleicht Stacheldraht, also richtig gefährlich. Oh. Danach kommt ein... Die aufgeschichteten Steine dahinter bilden ein schwer zugängliches Gelände nach. Und dann eine Mauer. Seht ihr? Klingt anstrengend. Da bekomme ich doch glatt Hunger. Oh, Sam, doch nicht jetzt. Ja, ihr werdet euch schon anstrengen müssen. Ihr seid ja nicht zum Vergnügen hier. Da ist aber schon jemand im Parcours. Das ist Pete, ein neuer Anwärter für das SWAT-Team. Hey, Pete, bist du fertig? Ich habe hier ein paar junge Leute, die ich durchschicken will. Ach, und nur weil du das sagst, soll ich jetzt Platz machen, ja? Ich bin hier Ausbilder und... Ich weiß, wer du bist, Simon. Du hast deine...